die Backwaren kommen zu 90% von Kunz in Frick. Also das ist 5 Kilometer von hier. Und die werden dort hergestellt. Die sehen wirklich lecker aus. Das ist das Einzige, was ich selber mache. Okay. Alles andere, die Linsen macht meine Mutter. Ja. Und die Brownies mache ich. Alles andere ist vom Kunz. Zwei Täler weiter, eine Mühle, regionale Mühle, hier gibt es das ganze Sort, oder? Ja, Altbachmühle. Altbachmühle. Und er hat die Idee gehabt für dieses Brot. Und das wird nun in allen Bäckereien im Jurapark wird das hergestellt, also auch bei Kunz in Frick, wo wir das Brot beziehen. Und sämtliche Rohstoffe kommen aus dem Park. Es gibt Ruchmehl, Halbweißmehl. Sauerteig. Aus drei verschiedenen Weizen. Es gibt halt keine E genau. Und keine Konservierungsmittel. Das gibt es da nicht. Das ist wirklich alles aus dem Park. Und dann Senf haben wir, Zwetschgen, Kirschen. Und das Ganze noch getrocknet. Reis wächst keiner im Jurapark. Nur Dinkel. aber Dinkel, und das gibt auch einen guten Risotto. Kernotto. Und das nennt sich halt Kernotto, weil es nicht Reis ist. Ja? Man kocht das genau wie Risotto. Genau. Also wir wollten regional und nicht international. Ja. Bei uns gibt es keine Erdbeeren im Januar, sondern es gibt das, was es gibt. Ja. Und wenn halt das Wetter schlecht ist und es gibt keinen Honig, dann gibt es keinen Honig oder wen. Das ist dann einfach so.